Endlich mal nicht die Jüngste. Sonst bin ich immer die Jüngste und die Kleinste. Aber ich bin trotzdem die Kleinste. Ich wollte gerade sagen, du bist immer noch kleiner als ich. Wie viele Köpfe waren das? Zwei? Zwei. Boah. Alter. Nur 15. 15? Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich verabschiede mich. Ich sag, okay. Ich noch eine schöne Nacht. Bis dann. Gute Nacht, ja, schlaf gut. Ja, tschüss. 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 Stimmt nicht. Ich bin auch. Was? Auch 5? Oh Gott, 15? Oh je. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe auch nicht erwartet. Weißt du, die so jung sind, geben manchmal die richtigen Punchlines raus, ne? So mit den ganzen schlechten Witzen. Richtig. Was ist nur aus der Jugend heutzutage geworden? Also echt, die Jugend von heute. Und ich mache nur noch Schwanzwitze. Nein, Ben geht nur schlafen. Zero ist schlafen gegangen. Ja. Wollte Jenny heute überhaupt noch reinkommen oder nicht? Sie hat gesagt, sie wollte ihren Brief durchlesen und dann wollte sie reinkommen. Das dauert ganz schön lange irgendwie. Ja, ist eine halbe Stunde bis halt eigentlich nur. Eben, weil sie sagt ja, dass sie gar nicht mehr so viel lesen muss. Nein. Und sie spielt Skyrim, also. Ja. Na egal. Sind wir bald zu zweit? Hey. 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 Na, öfter hier? Och, eigentlich fast jeden Tag. Kommt hin. Kommt hin, kommt hin. Ich sollte echt mal drauf achten, dass ich nicht so viel schreie. Wegen den beiden? Ja, weil die direkt nebenan im Zimmer sind. Naja, wenn sie anfangen zu schreien, weißt du Bescheid, dass du auch schreien aus. Dann werde ich das absichtlich übertönen, so nach dem Motto. Halt wenn ihr mich. Wenn ihr mich hört, höre ich euch genauso. Und der Hund schnarcht. Ach, warte, ich bin ein anständiger Junge, Minjung. Minjung! SpongeBob. Ey, ich dachte, ich hätte das ausgestellt. So, das dürfte so eigentlich funktionieren. Richtig sein, bitte. Wir sind glücklich, dass das so richtig ist. Hm. Ah, ich habe vergessen, was einzustellen. Ist was, Doc? Ich bin einfach nur geistig angeschmort. Oh. Okay, das dürfte so jetzt aber hinhauen. God knows that I'm one. Früher als ich noch in der 5. war, habe ich die 10-Klässler verprügelt. Ach, das ist bei euch auch noch so? Ja. Oh, ich hatte das nämlich auch, wo ich in der 5. Klasse war, dachte ich mir so, ich hatte da selbst vor meinen Patenschülern so enorm Respekt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit denen zu reden. Na und heute ist es so wirklich, du gehst in die 5. Klasse rein und die Leute sind teilweise, die Kinder sind genauso groß wie wir. Wir hatten das wirklich so, dass die 5. Okay, mittlerweile werden die 5. Klässler komischerweise wieder kleiner, aber vor ein paar Jahren war unsere 5. Klässler genauso groß wie die aus der Oberstufe. Ja gut, das war echt. Ja gut, die Menschen werden auch ein bisschen größer in letzter Zeit aus. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass man 1,60 bleibt. Ja. Ja, mittlerweile werden sie irgendwie wieder kleiner.
Also die aktuellen fünften Klassen bei uns an der Schule, die sind wieder Fünftklässlergröße. Es sind wieder so kleine, süße Kinder. Leute respektieren die Fünftklässler bei niemandem mehr, kriegen aber von jedem aufs Maul. Ja, so muss das auch sein, finde ich. Kein Respekt, direkt aufs Maul. Aufs Maul! Ich schreie schon wieder. Ganz ruhig. Ganz recht, was? Ach, das ist doch schön, das funktioniert wieder. Fall runter. Sie sind bei uns Grundschulgröße, ja gut. Zeiten ändern sich. Aber selbst die Grundschüler sind jetzt so seltsam drauf. Ja, das ist alles, ich sag mal so, das kommt auch alles von den Vorbildern, die sie haben. YouTube und so. Ja. Und dann kommen, da so eine hässlich 13-jährigen Jungen, die auf einer Klassenfahrt in ein Café ihren Rucksack reinschmeißt und Allahu Akbar rufen. Das finde ich aber auch nicht cool. Das ist natürlich auch nicht cool. Ich weiß auch nicht, ob man so auf sowas kommen kann eigentlich. Also Apo Red und Leon Mascher. Ja, aber so ein bisschen Menschenverstand. Normaler Mensch. Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht dazu. Das ist leider nicht inklusive. Bei uns geht es ab der 8. Klasse irgendwie alle über 1,80. Ich stecke auch genau auf der Grenze fest. Oh. Also ich bin stolz auf meine 1,88, aber größer möchte ich auch nicht werden. Ich weiß nicht mehr, wie rum das war. Aber irgendwie Jungs wachsen bis zum 21. Lebensjahr und Mädchen meistens so bis zum 16. Oder es war entweder umgekehrt. Und ich glaube eher, dass Mädchen nur bis 16 Jahren wachsen. Ich wollte gerade sagen, die Mädchen sind meistens kleiner, deswegen. Ne, das hat nichts mit der Größe. Du musst mal meine Cousine. Meine Cousine ist garantiert größer als du. Wie groß ist sie denn? Ich bin 1,88 gesagt. Die geht auch irgendwie auf die 1,90 zu. Oh Gott. Die wächst immer noch. Die ist echt riesig. Die passt nicht mehr durch die Tür durch. Ne, das Beste ist, ihre Klassenkameradin, ihre beste Freundin ist noch größer. Gott, das ist heftig. Das ist wirklich so die Generation, wo die wirklich riesig sind, die Kinder. Also gefallen tut es mir irgendwie nicht. Nee, das ist bei Mädchen, das ist sowieso immer relativ schlecht, wenn die so groß sind. Ja. Weil es sieht meistens komisch aus, wenn die dann einen Freund haben und der ist dann kleiner. Ja. Siehe Jenny und Jürgen. Ja, Jürgen war kleiner als sie, ne? Jürgen war kleiner.